Autos entstehen sehr viele Daten, was insbesondere dadurch sich einfach erklärt, dass wir davor geschlossene Systeme hatten und im Auto selbst sind schon immer sehr viele Daten entstanden. Ab dem Zeitpunkt, wo wir eben von analog auf digital rübergewandert sind, über die Busse sind entsprechend viele Daten gesendet worden. Richtig viele Daten haben wir jetzt dadurch, dass diese Geräte zum einen LIDAR, also Radarsensoren, und nicht Radar, also so optische Sensoren und auch Radarsensoren und auch Kameras haben, weil das sind beides hochvoluminöse Datenerzeuger und wir diese Daten, und das Interessante ist jetzt, dass wir diese Daten ja aus dem Gerät rausbringen wollen und zu dem Hersteller bringen wollen, weil der Hersteller will die Daten gerne haben und deswegen haben wir da sehr große Datenflüsse. Was dann auch, wenn man es jetzt aus der wissenschaftlichen oder größerer Zusammenhangsicht betrachtet, interessant ist, weil das erfordert natürlich auch, dass wir schnelle Mobilfunknetze haben, weil diese Geräte entsprechend über Mobilfunknetze ihre Daten senden. Das heißt, wir wollen sowas wie 6G, 5G. Wir wollen Infrastruktur überall, damit die Hersteller diese Daten bekommen können. Wenn man zurückdenkt an die an diesen Flugzeugabsturz mit diesem MH370-Flugzeug, da haben wir auch gelernt, dass das Triebwerk zum Beispiel Daten über Satelliten zum Hersteller gesendet hat, auch wenn man keine Subscription hatte. Das heißt, es ist sehr interessant, dass sehr viel Aufwand getrieben wird, um diese Daten zu bekommen. Und es zeigt auch sehr deutlich, dass es also eben sehr wertvoll ist, solche Daten entsprechend zu haben.